kiss Fergan, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergan, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergan, no need someone to lean on. Blow a kiss Fergan, no need someone to lean on. Willkommen endlich mal wieder zu einem neuen Video. Ich weiß, es kam jetzt längere Zeit kein Video. Das lag daran, dass ich ein bisschen krank war und dann auch noch was anderes dazwischen kam. Aber jetzt und heute drehe ich ein paar Videos für euch vor und dann kommen sie auch wieder regelmäßig. Heute fangen wir dann mal an mit einer Rezension, und zwar Wer denkt heute schon am Morgen von Denise Deegan. Ist im CBT Verlag erschienen, kostet hier als Taschenbuchausgabe, so wie ich es in der Hand habe, 8,99 Euro. Und als Kindle Edition oder halt für euren E-Book 7,99 €. Ja, um was geht es in dem Buch? Das ist der indirekte zweite Teil einer Reihe. Der erste Teil ist Wer braucht schon Liebe? Das Cover blende ich euch mal ein. In jedem Band geht es um eine der drei Freundinnen, in die es halt um diesen Bänden geht. Und wir fangen im ersten Mal an mit Alex, die in dem Teil auch noch sehr präsent ist, was ich sehr gut finde, denn ich finde in vielen Reihen, die so gemacht sind, das könnt ihr als Beispiel jetzt gerade nehmen, es fällt mir keine ein. Ist ja auch egal, aber ihr wisst ja, was ich meine, dass dann die Protagonisten, die im ersten Teil dran waren, im zweiten nicht mehr so präsent sind. Aber hier sind wirklich alle präsent und haben mit der Handlung richtig was zu tun, und es hat mir sehr gut gefallen. Hier geht es um Sarah. Sie ist die etwas schüchterne und nicht reiche Freundin der dreien, denn Alex und Rachel sind sehr reich, Sarah hingegen nicht. So ist es dann halt, kommt es halt auch bald schon zum ersten Ladendiebstahl, und so fängt diese Geschichte an. Sarahs Eltern haben sich gerade getrennt und sie muss das irgendwie verarbeiten, denn sie hat damit nicht gerechnet. Ihr Vater hat sie und ihre Mutter sitzen lassen für eine jüngere Frau. Ja. So fangen wir in dem Buch an. Sarah fängt an zu klauen, weil sie sieht, wie viel ihre Freundinnen sich doch leisten können, aber sie nicht. Und sie findet, sie hat die Kontrolle, wenn sie Sachen einfach mitnehmen kann und keiner merkt, dass sie sie geklaut hat. Ja, Sarah, es kommt natürlich früher oder später raus. Sarah muss Sozialstunden ablegen, leisten und eine Therapie besuchen. Sie macht Sozialstunden in einem Behindertenheim und trifft so auf den jungen Shane, hieß er, ne? Ja, Shane. Was Shane für eine Behinderung hat oder ob er überhaupt behindert ist, müsst ihr natürlich selber lesen. Aber daraus entwickelt sich eine sehr schöne Liebesgeschichte. Und es werden so viele, wie sagt man, so viele Themen aufgegriffen, Tabuthemen aufgegriffen, die heutzutage echt doch krass präsent sind. Es geht hier um Vertrauen, Geheimnisse. Ich will jetzt halt nicht genau verraten, um was für Themen es geht. Ja, obwohl. Nee, das verrate ich wirklich nicht. Lest es am besten selber. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Es geht wirklich um Themen, wo Außenstehende, wenn sie das mitkriegen und die Geschichte nicht kennen, sagen würden, also ich kann mich so einschätzen, das hätte ich meinem Kind nie erlaubt und das würde ich generell auch nie machen. Aber hier aus dieser Sicht habe ich meine Meinung echt definitiv geändert. Okay, ob es jetzt halt so passiert, wie es hier drin ist, ist natürlich fraglich. Aber wenn ich an Sarahs Stelle gewesen wäre, hätte ich auch genauso gehandelt. So wie eben auch an Alex und Rachels Stelle. Ja, will nochmal dazu kommen. Also Alex aus dem ersten Teil ist hier wirklich sehr präsent, was mir richtig gut gefallen hat. Ebenso Rachel, aber der Rachel, ihr Band, kommt am 22. Oktober dieses Jahres raus, will ich auch dann unbedingt sofort lesen. Den ersten Teil habe ich leider nicht hier, den kaufe ich mir aber noch, damit ich sie alle einheitlich im Regal stehen habe. Ja, erstens ist der Schreibstil von Denise Deegan so wundervoll. Ihr könnt mir das glauben. Ihr lest drei Wörter und habt schon so eine genau bildliche Vorstellung. Es ist wirklich schön. Ihr könnt Emotionen mitfühlen. Ihr könnt einfach alles spüren, was die
Protagonistin spürt und durch diese Themen, die aufgefragt werden und diese Geheimnisse, die entstehen, wird dieses Buch auch mega spannend. Ich konnte es wirklich nicht aus der Hand legen. Ich habe es, glaube ich, in 2-3 Tagen weggelesen, weil es einfach mega spannend war. Ach, ich glaube, ich habe vergessen, vier Seiten zu sagen. Vier Seiten, es hat auf jeden Fall 479 Seiten, aber es steht ja auch da. Ja, darum ging es halt so grob. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war der, kann man sagen, Plot-Twist, ich weiß nicht. Halt ist kurz vorm Ende nochmal die Wendung und alles. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es passieren auch einige Schicksalsschläge hier drin, wo man mal wieder so über sein eigenes Leben nachdenken kann und wo man vielleicht denkt, sollte man vielleicht doch mal ein paar Ansichten ändern und vielleicht mal ein bisschen positiver leben, sich an seinem Leben erfreuen und so. Also natürlich freue ich mich an meinem Leben, aber es gibt halt echt Tage, wo man denkt, ach, muss das jetzt sein und so. Aber es gibt wesentlich wichtigere Dinge, als sich dann über so Belanglosigkeiten Gedanken zu machen. Und das spiegelt dieses Buch irgendwie wieder. Also mir hat sehr gut gefallen. Ich kann euch dieses Buch wirklich, wirklich nur empfehlen. Die schriftliche Rezi auf meinem Blog verlinke ich euch. Und ja, dann würde ich sagen, was ist auch schon, lest bitte diese Reihe. Wie gesagt, ihr müsst es nicht nach der Reihenfolge lesen, aber ich empfehle es euch, weil doch hier viele Sachen vorkommen, die im ersten Band halt waren. Und ja, mir hat dieses Buch sehr gut gefallen, hat von mir 5 Sterne gekriegt, doch, 5 Sterne von mir bekommen, glaube ich. Also so ein Bauchgefühl würde ich sagen, 5 Sterne, ich weiß es gerade nicht mehr, was ich aufgeschrieben habe. Und ja, ich kann es euch empfehlen, kauft es euch und lest es. Also dann, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Tschüssi. All around, the wind blows, we would only hold on to land.